Im Palais Niederösterreich stellte die EVN ihre Halbjahresbilanz vor. Die Entwicklung war äußerst positiv. Die Umsatzerlöse stiegen um 9,4% auf rund 1,3 Milliarden Euro. Diese Entwicklung war vor allem auf die bereits erwähnten temperaturbedingten Mengeneffekte im Netz und beim Energieabsatz sowie die gesteigerte Stromproduktion zurückzuführen. Das Energiegeschäft erhöhte sich um ein Fünftel, wobei nicht nur die Wärmekraftwerke, sondern auch die Energieerzeugung aus Wind- und Wasserkraft beigetragen haben. Das Investitionsprogramm für Niederösterreich wird planmäßig fortgeführt. Wir gehen von zentralen Großkraftwerkstandorten in dezentrale Erzeugungsstandorte hinein, die sich bis zum einzelnen Haus hinunter bewegen können. Wir haben einen neuen Fokus auf Versorgungsqualität. Dieser Begriff wird jetzt immer mehr wird Ihnen immer mehr begegnen. Nicht nur die Sicherheit der Versorgung ist wichtig, auch die Qualität. Welche Eigenschaften hat das Netz, wo Sie anschließen? Ist es stabil? Hat es Spannungsstabilität? Hat es Frequenzstabilität? Keine Überschwingungen? Hat es auch genügend Kurzschlussleistung? Alles wichtig für die dezentrale erneuerbare Energie. Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet das Trinkwassergeschäft. Hier geht es darum, den steigenden Wasserverbrauch, der einerseits durch die demografische Entwicklung, aber auch durch Wohlstand, Komfort, Schwimmbecken, Gärten werden beregnet, Schwimmbecken gefüllt, dazu führt, dass der Wasserverbrauch steigt. Besonders in niederschlagsarmen Monaten haben wir sehr hohe Versorgungsspitzen. Hier ist es notwendig, das Wasser mit entsprechendem Vordruck und Qualität in alle Regionen Niederösterreichs zu bringen, also das Bundesland zu vernetzen. Einerseits dann auch neben dieser Vernetzung sauberes Quellwasser aus dem Alpenvorland in die anderen Landesteile zu bringen. Der Ausblick in die Zukunft ist insgesamt sehr positiv, nicht nur für die Aktionäre. Auch für die EVN-Kunden wird sich an den Energiepreisen nichts ändern. Sie bleiben stabil.